So, willkommen zur nächsten Folge ETS 2 Multiplayer, immer noch mit dem Thomas und das ist jetzt hoffentlich wahrscheinlich die letzte Folge. Ja. Und wir geben ich will Spaß. Mein LKW will nicht. Ich geb gar. Achso, man sollte auch die eine Handbremse rausholen, ja. Rausmachen. Raus. Raus. Hol mal deine Handbremse raus. Ja. Aber bitte nicht hier. Ja. Geht so. Kannst du da bei der Freundin machen. Oh Mann. Ja. Ja. Hey, Uli, weiter. Ja. Das hier Überholverbot ist. Olli! So. Ups. Das war gerade keine Absicht von mir. Ernst? Habe ich dich umgeschubst oder bist du von selbst umgeschubst? Du hast mich umgeschubst. Du hast mich hinten am Trailer erwischt, damit bin ich zur Seite geschoben. Ah. Dann bin ich zur einen Seite gekippt, hab's gerade noch so aus. Tarieren können und dann hatte ich ein bisschen zu viel Schwung und bin ins andere Zeug gekippt. Ach so. Ja. Bei mir sah es so aus, als ob du von selbst umgekippt wärst. Nenne. Auf einer geraden Strecke. Für wie dumm hältst du mich bitte? Halt die Schnauze. Gar nicht so sehr. Ich glaube, wir haben aber jetzt ganz schön was abgekürzt, habe ich so das Gefühl. Echt? Doch, ja. Es haben nur 243 Kilometer. 487 haben wir verraten. Also bei mir. Ja, aber das juckt ja keinen. Hey, das ist doch der Ort, wo ich immer links abbiege. Echt? Hm. Tatsache. Ja! Aber diesmal müsstest du an der Stelle. Ja, dieses Mal müssen wir an der Stelle rechts. Rechts rum! Ah, rechts! Das war zu früh. Ah! Was denn? Na, weil du wieder die Straße blockiert hast. Ach, du warst da schon wieder. Ich habe. Oh, nur 2% an der Suchmaschine. Heck nicht. Voll lustig, wenn deine Zugmaschine nur 50% Schaden hat, also kannst du nicht lange damit fahren. Wenn dein Trailer 100% Schaden hat, scheiß drauf, wenn mit läuft. Und. Rechts rum! Das war zwar links, aber. Was bei dir? Warte, ich muss mich abschleppen lassen, glaube ich. Nee, also nee. Ich glaube, allein komme ich dann nicht mehr weg. Wir sind in GTA, du kannst dich einfach wieder aufstellen. Ja, ja. Ja, ja. Warte, ich muss mich reparieren mit 20%. Ich glaube, wir schaffen es heute. Ich schon. Ja, du. Also ich fahr grad langsam weiter. Warum bist du rechts abgebogen? Wir müssen nach links. Lüg nicht. Auf dem Schild steht, nach rechts geht nach Krotowitsch oder wie das Ding heißt. Nein, ich muss ja nicht nach Krotowitsch, ich muss ja nach Kossisch. Sag ich doch. Aber nach Navi müssen wir links abbiegen. Das ist scheißegal, du kannst links oder rechts. Rechts ist Autobahn, links ist Landstraße. Ja, da fahren wir doch lieber rechts. Ja. Recht. Im Zweifelsfall immer rechts, weißt du doch. Ja, du darfst weiterfahren. Ja. Oh, ich habe eigentlich geträumt, mein Wecker hat gerade geklingelt. Du hast geträumt, dein Wecker hat gerade geklingelt. Nein, ich hab das alles hier nur geträumt, mein Wecker klingelt gerade. Ich muss jetzt aufstehen. Ach so. Ja, ich darf zur Schule, endlich. Der Iron Mike. Immer einen neuen Computer. Oh, ich muss jetzt essen. Nein, Cut machen. Ja, wir stellen uns hier rechts an der Wand. Nach der Essen würdest du nachher schon oder so geben. Okay, dann bis später. Bis gleich. So, willkommen zurück nach dem kleinen Cut. Nach dem Essen. Wir sind wieder am Start und es geht heiter weiter! Ja. Nicht hyper, sondern heiter. Hyper! Und ich hab mein Handy nicht auf lautlos, fällt mir gerade ein. Ja, kommt eine Nachricht an. Hyper!
Na, aber ich glaube, das ist leise genug, dass man es nicht hört. Ach so. Mach mal dein Fernlicht aus. Ich hab kein Fernlicht an. Nein? Ja, ja, das ist Fernlicht. Ja. Zu welcher Firma mussten du? BCP. Wir entfernen uns immer noch weiter. Bitte? Wir entfernen uns von meinem Zielort. Cool. Warum hast du kein Licht an? Weil wegen Halto. Weil auch ich auch so. Dunkeln fahren kann. Auch so. Normalerweise. Ah, da. Mach halt auch aus. Siehst du, hast du ein Schild gesehen? Ja, ich weiß, deswegen wundert mich das ja. Ninja! Noch nicht, aber gleich. Da vorne rechts. Na, hätte ich ruhig noch wegen später bremsen können. Alles klar. Ja, ich bin Vollgas drauf zugefahren, Alter. Ach so. Und dann kurz vorher Vollbremse. So. Die muss ich auch noch ein bisschen stärker stellen. Ich hab meinen Tank schon wieder zu einem Drittel leer gefahren. Doch. Und ich brauche noch 1500 Kilometer, dann habe ich 50.000. Noch 300 Kilometer bis zu meinem Zielort. Ich hab noch 400. Hey. Ah, jetzt hat er sich umgeswitcht. Jetzt sind es nur noch 204. Ich hab noch 400 Höhen. Hat der nicht gesagt. 200. 407. Oh. Hopp, zieh, Junge, zieh! Zieh! Ja, soll ich dich schieben? Ja, bitte. Ganz viel Magie schieben. So wie letztens. Wer war das? Max oder so, der von dir den Boost bekommen hat? Ja. Ja, übelst, ey. Übel sprach der. Von 0 auf 180 innerhalb einer Sekunde oder so. Mhm. Alter. Dann wieder war das von 0 auf 180 in weniger als einer Sekunde. Frauen wären tolle Autos. Ja. Kannst du jetzt mal wegen dunkler werden? Nee. Ah, echt, ne? Weißt du, was ich lustig finde? Ich habe 3 Navis bei mir im LKW. Ja, ich auch. Also 2 im LKW und 1 im HUD. Ja, hab ich ja auch. Ja, hatte ich ja auch. Lustig, tralalalala. Weil ist der Nebo wieder, ne? Ach, die Scheiße. Ja, aber wirklich. Ja, wie es gerade in der Kurvenperspektive 8 ausgesehen hat, ey, Alter. Ist hängen geblieben, oder? Ich hab so ein Straßenmittelteil-Nupsi überfahren gerade. Cool, und ich hab's gelegt. Nee, ich stehe wieder, ich fahre. Ich hab dich nur im Rückspiegel ein bisschen rumfliegen sehen. Oh. War nicht wirklich. Alter. Aber die Teile hat's übelst gerade weggehauen. Ich dachte, ich schleudere das Ding so weit nach vorne, dass es noch vor dir runterkommt, dachte ich. Aber es wäre lustig gewesen, wenn es auf einmal geregnet hätte, solche Teile. Ja. Stell dir vor, auf einmal, wo kommt denn das her? Was denn das? Wo kommt das her?
Ja, noch Kilometer. Noch 300. So, wo bist denn du überhaupt? Kannst du mal ein bisschen langsamer fahren? Du bist leichter als ich. Du ja, du mich schon lange wieder angeholt haben. X. Ja. Ah, da jetzt sehe ich dich auf die Map. Auf die Map. Ich dich nix. Ich kann dich jetzt aber so visuell sehen. Karoffel. Ich dich nicht. Duell. Alter, wie du das richtig hörst, wenn dein Hinterrad abhebt, ein bisschen. Aha. Weil direkt dein Motor höher dreht, weil er keinen Widerstand mehr hat. Ja. Lustig, ne? Kommst du eigentlich wieder, oder? Ich komm grad mit ein bisschen mehr als 160 Grad voll auf dich zugerast, ne? Ja, das merkst du schon. 150, ne, merk ich nicht. Jetzt sehe ich dich ganz unten am Rand auf der Karte. Okay. Jetzt sehe ich dich im Rückspiegel. Okay. Ui. Nein. Ah, bei mir war es auch ganz knapp gerade. Davon müssen wir da rechts. Ah, nicht so weit rechts. Okay, ich fahr gerade auch weiter und die nächste neu. Wenn es noch eine gibt. Ja, gibt's noch. Ich war hier schon mal. Mhm. Oh, ich musste auch die hier nehmen. Alter. Wegen Drucker und so. Ah! Hoppla, ich bin eine zu früh abgebogen, da war auf einmal die Absperrung. Cool. Da ist Max vor uns da. Was? Max ist da. Okay. Da, sie fahren ohne Licht, das merkt ihr jetzt erst. Hm, bei mir auch gerade erst. Ich hol mir gleich mal die Garage. Hier war ich nämlich auch noch nicht. No. Ja, guck mal, unsere Punkte kommen aufeinander zu. Karosse. Du schaffst einfach durch. Ach du warst so, ich dachte, da wäre eine Brücke. Nö, es war ganz normale Kreuzung. Also, das sollten sie ruhig mal so einführen, dass das besser zu sehen ist. Ich will die Garage wirklich kaufen. Stell dir vor. Ja, noch ein Kilometer. Oh, Touristen? Ja, bitte. Ich habe jetzt 60 Garagen. Okay. Und du hast weniger. Warte, ich sag's dir gleich. Thomas, kurze Zwischenfrage. Ja. Ich hab dir doch mein Profil gegeben, ne? Ja. Ja. Und ich war schon in Pigs. Wieso warst du dann da noch nicht? Weil dein Profil abgespackt ist. Ich musste mir ein neues holen. Ah, und da hast du dir einen Modder so cool, weil du überall schon warst, oder was? Ich hab keinen besseren. Na, nein.
Soll ich jetzt schon mal vorfahren? Ich habe noch 220 Kilometer, dass man das in der Folge noch schafft. Warte, dann mache ich mir Wegpunkt. Noch das warten möchtest. Wo musst du hin? Budapest, ne? Ja. Zu Kabor. Ja, ich mach mir zu Werkstatt Wegpunkt. Mhm. Ja, du kannst da vorfahren, ich. Du, ich hol dich, denke ich mal, schnell ein. Ja. Dann wird die Folge halt ein bisschen länger, aber macht ja nichts. Ja, mein Gott. Dominik reicht immer noch vollkommen. Ah. Meine Leitung ist ja gut genug, ich hau das ja schnell genug hoch. Wieso muss die Straße so kurvig sein? Kann das nicht einfach eine gerade Strecke sein? Nö, nix. Ja, so einfach. Ah, da kommst du ja schon. Ohne Licht. Was fällt dir ein? Ohne Licht, du fahr nur Rowdy. Rowdy. Der Rowdy ohne Audi. Vor allem, es schneit noch bei mir, ne? Bei mir, ne? Du bist lustig aus, wie ich hier ohne Licht fahre und dann noch im Dunkeln und dann im Schnee treiben. Es liegt aber kein Schnee. Ah, jetzt schneit's. Du ein Müll! Ja. Der Knüller vom Müller. Was du einfach meinst, mich abziehen zu müssen? Habe ich dich abgezogen, hast du mir aber. Nein, ich nicht mehr. Ja gut, ich meine, aber ich gedacht, wenn ich hier aufhört mit 150 schaffen, ja gut, dann hab wieso hast du, hat's dich umgelegt oder was? Also ja. Ja gut, ne, ich meine, hab ich gesagt. Ja gut, das hab ich aber. Ja, schnapp dich ab und fahr. Schon getut, let ground. Wohin hat's dich hingeschleppt? Der Bracker oder so irgendwie. Okay. Keine Ahnung. Irgendwo. In irgendeinem Kaff. Genau. Ja, das ist die Abfahrt da direkt. Genau, da dahinter, hinter der Abfahrt war nämlich schon der Ort, deswegen. Cool. Also sprich, ich bin in der Werkstatt und hier ist einfach mal rundrum. Ja, weil hier niemand ist. Wieso niemand ist? Nicht niemand, sondern nichts. Ach so. Nix. Einfach nur nix. Nix. Alles klar. Ja, und ich fahre jetzt kurz rein und kaufe in die Garage, ne? Ja, viel Erfolg. Rally.
habe jetzt noch 211 Kilometer. Es kann sein, dass wenn ich jetzt noch ein bisschen länger brauche, ich auf die Gegenfahrbahn gekommen. Das ist für die Zuschauer dann Zweifel. Jetzt muss ich mal gucken. Da muss der schon mal gucken. Ja, kommt drauf an, wie lange ich jetzt noch brauche. Also wenn sich nochmal hinpackt, ne, dann vielleicht ein bisschen länger. My nose is running. Ja, Budapest. Wo ist die Pest? In der Buda. In Buda. Das ist die Budapest. Budapest. Wenn du zu viel Buda isst, oder zu viel Buda anbetest. Wahrscheinlich. So, ich hab... Was? Ich hab geparkt. Sich hingelegt. Nee, ich hab wirklich geparkt. Auf dem Zaun. So, ich erwarte dich auf meinem Green raus. Das ist toll. Ich hab noch 170 Kilometer. So viel noch. Zellen gebaggert. Mein Handy blinkt. Warum? Weiß ich nicht. Warum blinkt dein Handy? Dass mir jemand eine Nachricht geschickt hat. Oh. Es war da Max, weil es gelb leuchtet. Oh, was schreibt er? Max hat die Verbindung getrennt. Keine Ahnung, ich fahr gerade, ich kann gerade nicht schauen. Ich sehe ja nur, dass es da Max war, weil die Benachrichtigungs-LED gelb blinkt. Ach so. Ein Bild. Handy entfernen. Ein Bild. Lad runter Bild. Dann bilde ich mir meine Meinung. Oh. Er lädt ETS runter. Aha. Ja. Versteht zwar nicht wieso, aber. Naja, wird aber ein bisschen spät, um eins anzufangen dann. Max, kleine Anmerkung. Du weißt, dass wenn du dir das jetzt neu runterlädst, du alle Einstellungen und so neu machen tun musst. Und wenn du dir das vom alten PC holen tun tätest, dann wäre das alles schon wieder so konfiguriert normalerweise. Könntest du höchstens noch die Grafik hochschrauben und dann war's das. Eine Steuerung ist ja dann auch schon drin. Na egal, musst du wissen. Mit dem Bein Gas geben und dabei noch eine Sprachnachricht gemacht, ey. Ja, warum nicht, ne? Läuft bei mir. Manchmal zwar steigt bergab, aber manchmal auch bergauf. Manchmal, ja. Komm vor. Manchmal schon, ne? Ich meine, das kann man mal machen, muss man aber nicht.
Dann hat mein Hals, ey. Deswegen hasse ich Currywurst wegen dieser Soße da. Die hängt sich mal voll in den Hals irgendwie rein. Na, ja, weiß. Ja, dann bleibt, wird der voll dicht. Okay. Ja. Ey. Audio wird aufgenommen. Vom Magfa. Immer noch. Lass mal, wie lange will der noch reden? Ah, jetzt ist er da. Wenn ich die Auffahrt oben bin, dann klappe ich kurz mein Mikro hoch und quasi an. Und diesmal fahre ich ein bisschen langsamer hoch. Oh ne, ich fahr schnell in den Kraft rein, sind nur noch 20 Kilometer. Mein Tank ist einfach mal fast halb leer. Oder halb voll. Weißt du was? Was denn? Mir fällt gerade auf, motortechnisch kann ein MAN ein Mercedes abziehen. Echt? Ja, der Mercedes hat 625 PS und der MAN hat 680. Cool. Läuft bei denen. Wollen wir noch ein Video machen? Nee. Naja, um Mercedes zu erniedrigen oder was? Ja, Mann. Hallo. Oh nein! Wo stehst du da? Fahr weg! Ja, ich weiß. Deswegen bin ich auch gerade hier im Hinter drin, ne? Im Hinter drin? Händler! Online-Händler! Ach so! Im Hinter, was? Ja, das dachte ich mir auch gerade. Im Hinter. Ja, jetzt ja, mit dem Hintern hier, ja. Rücksichtslos. Ach wirklich? Ja, minus 281.000 Geld und minus 13.000 DP. Kann man ja mal machen, ne? Muss man aber nicht. Ja. Wir haben bei der Garage. Besser wird's sein. Kaufen. Die ist nicht so verseucht. Ja, wir kaufen, ja. Es. Ja, egal. Das war's auf jeden Fall jetzt wieder mit der Aufnahmesession. Mit der Folge ETS 2 Multiplayer. Ja. Danach geht wieder weiter aus der Sicht von Thomas. Wir sehen uns, haut da rein. Tschaußen. Tschüss.